sind jetzt bei Reisemobile Gressel und stehen hier mit dem Dieter. Und ihr habt zwei Besonderheiten, sage ich jetzt mal so, was so das ganze Vanlife-Thema anbetrifft. Genau. Ihr baut Vans um. Genau. Und nahezu völlig wurscht, welchen. Genau. Und da haben wir auch zwei verschiedene. Richtig. Und das hören wir uns einfach jetzt mal an, was ihr so macht und wie das abläuft. Perfekt. Also, das ist unser Primus mit Echtholzfurnier. Gasfreies Modell bedeutet, wir haben kein Gas im Fahrzeug. Ihr macht alles elektrisch? Alles elektrisch. Okay. Heißt Solarplatte 350 Watt, Wechselrichter 3000 Watt, jawohl, Lithiumbatterie, okay, 300 Ampere. Mhm. Und genau, mit Induktionskochplatte, Dieselheizung und dann wirklich komplett autark. Das schauen wir uns dann auf jeden Fall noch an. Genau. Und ihr baut es ja wirklich individuell für den Kunden. Also genau. Jeder Kunde kann sagen, ich hätte es gern so, so und so. Genau. Und so gebt ihr es dann quasi in Auftrag, ne? Genau, richtig. So wird es gebaut. Richtig, genau. Okay. Nach Kundenwunsch, so wie er es möchte. Ja. Mit Hubbett, ohne Hubbett, mit, je nachdem, ohne Bart, mit Bart. Also wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, ne? Also wenn du sagst, ich brauche kein Bart, dann hast du halt kein Bart. Brauchst du eins oder brauchst du ein großes, bau mal ein großes Bart ein. Genau. Oder ein größeres Bett, oder. Also ihr, genau, seid völlig flexibel und könnt es wirklich genauso machen, genau, wie es halt für euch passt. Eigentlich schon cool, ne? Ja. Wir sind ja nichts gebunden. Nein. Und wir sind autark. Genau. Und wir brauchen kein Gas kaufen. Genau. Weil es immer schwierig irgendwo in der Wüste. Also, das stimmt. Ja, ne, so Strom und Dieselheizung, ich meine, genau, macht Sinn. Genau. Sehr cool. Gehabt. Dann, ich würde vielleicht sagen, vielleicht können wir uns mal wegen, oder schauen wir uns doch mal so ein Fahrzeug erst erstmal von außen an. Ja. Dann können die Leute innen noch, genau, quatschen. Genau, weil der kauft gerade. Oh, der kauft gerade. Oh. Da kriegst immer nicht, gut, oder? Da kriegst du mal nicht rein. Genau. Also auch vom Außendesign sind wir eigentlich so ein bisschen individuell. Beim Primus, der hat seine schwarze Folierung. Wir machen halt auch sehr viel mit LED, also auch viel mit der Optik. OAC-Felgen, Loderreifen, Sandbleche. Könnte ich wahrscheinlich aber auch noch bestimmen, genau, oder? Also ich könnte auch sagen, schwarz. Ich möchte keine Folie. Ich möchte einen Kompass drauf haben, dann kriegt er einen Kompass. Sehr gut. Genau, also auch komplett individuell. Also auch Außendesign. Genau, komplett frei. Okay, cool. Dann klar, ihr habt die schöne Rahmenfenster. Genau, auch von den Toiletten her kann man sie aussuchen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Perfect Van, wo man zum Beispiel bei uns reinbaut. Ja. Oder die Glissana oder je nachdem, also was der Kunde möchte. Genau, ohne Aufpreis, 1:1. Einfach tauschen. Ah. Also ohne Aufpreis, Toilette, wichtiges Thema. Also genau. Scheiden sich die Geister, was ist das Richtige? Genau. Aber wenn ihr natürlich da auch flexibel seid. Richtig, also was der Kunde möchte, kriegt er dann auch, weil. Ohne Aufpreis. Und ohne Aufpreis. Ohne Aufpreis. Genau. Wir haben halt auch hier jetzt in dem Modell schon die volle LED-Scheinwerfer nachgerüstet, ja, was es von Vita zum Beispiel gibt. Ja. Auch immer alles mit in der Ausstattung mit drinnen, das heißt die Scheinwerfer, der Bügel und so weiter. Ist alles mit drin hat oder kann man auch weglassen, wenn der Kunde sagt, okay, brauche ich nicht, will ich nicht, okay, ja, dann ja, ist es so, dann kriegt er es halt nicht. Okay. Also da ist es einfach komplett flexibler. Du kannst, genau, du kannst dein Van wirklich bauen, wie du Bock hast. Genau, richtig. Ohne, ja, und nahezu ohne Grenzen, sagen wir genau, mal so. Genau. Weil manche Kunden möchten halt einfach kein Bad haben, dann bauen wir halt ohne Bad. Manche sagen, okay, ich brauche keine zweite Sitzgruppe, brauche mehr Platz, dann lassen, ja, wir sie draußen. Ja, du genau, kannst es wirklich halt auf dein Bedürfnis, ne? Richtig. Du kannst es anpassen. Genau. Und daher, ja, es ist sehr individuell. Jetzt sind wir mal im Innenraum von Primus und ich muss sagen, also wenn man hier mal so durchschaut, ne? Du kannst dir mal einen Schwenk machen, es wirkt total gemütlich. Es, ja, ist total, also absolut, es ist nicht so kühl, was natürlich wahrscheinlich auch, ihr habt überall Echtholzfurnier. Ne? Korrekt, ihr, genau, habt überall Echtholzfurnier und habt lauter warme, ja, Farben, ja, ja, genau. Und man sieht einfach, dass du halt einfach Echtholz hast. Genau. Man riecht es ja dann, also sagen wir gerade für die Kunden, die Atmosphäre, ja, ist eine andere wie bei anderen Wohnmobilen. Du siehst es, du fühlst es, du, genau, spürst es. Und es ist alles sehr, ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es ist alles sehr wertig. Also genau, ist alles sehr, wir haben auch Blumenbeschläge, also wirklich made in Germany. Wertig, ja. Genau. Ja. Und das ist uns eigentlich auch mal wichtig gewesen, dass wir einfach mal einen Kastenwagen bauen, wo wirklich einfach mal an der Luxusschiene ein bisschen läuft, ja, aber trotzdem wirklich auch gemütlich ist und nicht so, hat es ja einfach ein bisschen gemütlich, ja, und ist. Diese Features, die muss man einfach sich, das muss man mal wirken lassen. Also wenn man, genau, mal hier oben ein wenig so rumschaut, also ihr habt das wirklich hier auch, genau, da ist jetzt kein Kunststoff oder so, nein, verbaut. Nein, nein, das ist wirklich Echtholz. Und das, genau, siehst du an den Zierleisten überall, es zieht sich überall durch. Auch hier hast du es wieder. Und was ich richtig geil finde, ne, wenn du jetzt mal hier in die Küche hochkommst, Waschbecken. Hier ist kein Edelstahl-Waschbecken, genau, oder Korian oder sonst irgendwas verbaut. Genau.
Es bleibt Echtholz, Bootslack hier, das ist halt beständig ist. Genau. Aber das macht natürlich von der Optik unheimlich viel aus. Ja. Also ja. Das muss ich sagen, ja. Das ist der Hammer. Und natürlich kriegst du es in verschiedenen Dekoren. Richtig. Du hast da ja Abdeckung mit. Also das, finde ich, ist ja optische, das ist ein Mehrwert. Und das habe ich jetzt so auch noch nirgendwo gesehen. Nee, also ich glaube, ihr seid die Einzigen, ja. Die das haben. Ja. Ne? Also das müssen wir natürlich schön sichtbar lassen. Ne? Das ist, dann, was ich ja auch cool finde, ihr habt Induktion war es, ne? Genau, korrekt. Ihr habt Induktion, ihr habt das Bedienpanel schön eingebaut. Also ist ja optisch auch wieder gut, stört ja überhaupt nicht. Gibt es auch als Zweierplatte, weil das sind ganz viele. Ja. Es gibt da Zweier. Zwei, eine. Genau, ja. Gibt es auch. Also gar kein Thema. Von Schaden gibt es zwei Induktionskochfeld. Okay. Okay. Genau. Jetzt mal kurz da rum und setze mal auf den Fahrersitz. Ja, genau. Und wir gehen mal da durch. Genau. Besser drauf und sehe das mal ein bisschen von der Weide, die Küche auch. Genau. So, dann hast du natürlich, also Küche und du hast aber auch hier, mach jetzt mal das Brett drauf, genau. Um den Arbeitsplatz mal zu zeigen. Also du hast ja wirklich, dreh ich dir noch Seiten, du hast von hier bis hier. Genau, und zusätzlich noch. Hast du Platz? Genau, und zusätzlich nochmal eine verlängerte Arbeitsplatte. Und natürlich in Echtholz. Natürlich. Logisch. Natürlich. Also auch nochmal und? Wirklich, ja, genau. Stopp, also robust. Genau. Nichts dünnes, genau, richtig. Die ist wirklich stabil. Genau. Und du kannst, und das ist ja wirklich fixiert, das heißt, man kann, dann kann man es auch wieder einklipsen. Genau. Zack, drin. Fertig, genau. Also da hast du richtig Platz zum Arbeiten. Richtig. Und, du hast natürlich dann auch noch hier mit Magneten, genau. Salz, Pfeffer und da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Was, richtig. Von wem ist das? Von Stühl. Die kommen aus dem Allgäu. Jawohl. Ist eine ganz kleine Firma, Startup. Okay. Und machen wirklich, haben um die 50 Produkte, alles magnetisch, aber halt wirklich in einem coolen Design. Ja. Und alles, also wirklich, wirklich wertig und da was Sinn macht. Und also wirklich von Regalen, also auch diese Regale, genau, auch die Regale links, das ist der Zeberhalter, ja. Das ist wirklich alles von Stühl und macht halt richtig Fun und ja, ist halt einfach mal was anderes und ja, gefällt mir sehr. Deswegen haben wir es einfach drin. Ja, sehr schön. Das ist doch mal cool. Man muss ja immer ein wenig fummeln, ne? Ja. Dass man auch mal ein wenig sieht, die Scharniere, also ihr, genau. ihr habt hier wirklich hochwertige Sachen verkauft. Genau. Also ist da irgendwie was Lumpiges, genau, drin? Nein. Ihr habt wirklich gute Sachen. Ja, vor allem, also was ich faszinierend finde. Ja. Ihr habt Staufächer. Genau. Dann hast du Staufächer. Du kannst es hinten, wenn du willst, ja auch nochmal ausbauen. Genau. Dass du nochmal Staufächer hast. Richtig. Und jetzt, also jetzt mal abziehen von den Staufächern, dass wir es abschließen. Staufächer? ja, wir sind in einem Van. Genau. Also wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einem Van und irgendwo muss das Zeug hin. Genau. Oben hast du auch nochmal kleine Ablagen. Genau. Und dann war ich jetzt gerade erst wegen verwirrt, wo ich jetzt drin stehe. Man kennt man im Grunde, aber wir haben das Bad. Genau. Ich verschwinde jetzt erstmal, ich sage jetzt mal Tschüss. Okay. So, da ist er wieder. Jetzt müssen wir uns bloß noch mal ein wenig drehen. Genau. Weil das wird ja immer cooler. Genau. Pass mal auf, jetzt machen wir das mal so. Und dann setze ich mich mal dahin, dann kannst du mal ins Bad reinfilmen. Also wir haben unten. Also ihr habt eine richtig große Duschtasse. Genau. Auch wieder mit Echtholz. Also was auch sonst. Ja. So. Und jetzt schaut euch das mal an. Vor allem das Waschbecken. Wieder Echtholz. Genau. Also auch da wieder kein Corian Edelstahl oder was auch immer, Acryl. Wir haben wieder Echtholz. Auch an der Decke. Siehst du das? Ja. Und du hast ein großes Waschbecken. Du kannst selbstverständlich duschen. Du hast dann hier noch die Duschstange logischerweise, genau, dranhängen, dass du auch vernünftig duschen kannst. Du hast mehr als genug Ablagen drin, die du ja auch wieder selber gestalten kannst. Also, und ich glaube, ihr wechselt ja auch mit die Toiletten, ne? Genau, richtig. Das, was wir vorhin hatten, ja. Genau, aktuell ist die Perfect Van wieder drin, die Trockentrenntoilette. Ja. Aber wir haben eben auch die Glissana, Chemie, je nachdem, was der Kunde möchte, das bekommt er dann auch von uns. Ja. Wahrscheinlich die wichtigste Frage, was sich viele fragen werden, was ist an Gewicht hier drin? Weil Echtholz wiegt ja sehr viel. Ja. Genau, aber wir haben ein Leergewicht, also so wie er jetzt genau darstellt, mit Markise, mit Solar, mit Lithium etc. bei 2900 Kilo. Das heißt, okay, 600 Kilo Zuladung. Das ist aber Haufen Zeug. Das ist wirklich sehr viel. Also 600 Kilo ist wirklich, ja, viel. Ja. Also für das, was wir hier alles schon drin haben, ist es wirklich sehr viel. Wir haben natürlich, ja, auch die Alufolgen und so weiter, die breiten Reifen und so weiter. Ja, und ich finde, es wird immer viel zu wenig, finde ich, auf die Böden geachtet. Ja.
Aber ich finde, ihr habt einen schönen Boden drin. Genau, der ist auch unzerstörbar. Das ist ein Zentimeter dicker Boden. Okay. Alles mit Gewebe. Das heißt, wenn man ein Messer reinschneidet, es wird nie was passieren, das wird man nicht mehr sehen. Also auch für Hundebesitzer immer ganz viel, weil natürlich die Krallen, also ist auch für Hunde geeignet, weil ich natürlich finde, Camper sind immer mit, viel mit Hunden unterwegs. Ja. Und der PVC-Boden ist halt immer ein bisschen schwierig mit Krallen. Und da ist natürlich so ein Boden einfach besser. Und du trägst ja selber auch mal Steine genau. So mit rein. Und genau. Ich finde, also jetzt in dem Fall, es passt super zum ja. Gesamtdesign. Also ja. Ich finde auch schön. Ihr habt natürlich auch überall schöne LED-Leisten, ja. Schön beleuchtet. Bei dir ist jetzt dann der Kühlschrank. Genau. Oh, sorry. Ja, bestens. Mit dem Proviant. Oh. Mit dem Proviant. Das finde ich sehr sympathisch. Ja. Das finde ich äußerst sympathisch. Also der funktioniert auf jeden Fall. Genau, der kühlt auch schon schön. Der kühlt auch schön und der ist auch schön groß. Genau, 90 Liter. Also der ist wirklich groß. Genau. Wir haben eine Liegefläche von 2 Meter auf 1,97 Meter. Und da unten die Drittstufe eben so gebaut, dass man wirklich den, das ist ein Auszug, also wenn du unten schaust, ist der Auszug unten eigentlich eine Drittstufe, plus Stauraum, plus Schrank, wo man wieder fixieren kann, das heißt, dass man wirklich, der ist fahrbar, genau, der ist komplett reinziehbar, das heißt, der ist dann auch nicht mehr im Weg, wenn man mal irgendwas größeres. Und du kannst den Deckel jetzt aufmachen? Genau, und dann ist da ein Stauraum, nochmal zusätzlich. Mach doch mal auf, also jeder Zentimeter genutzt. Genau. Wie soll das anders sein? Echtholz. Genau. Also das finde ich macht das Ganze ja. Wirklich, ja. Also wirklich wohnlich. Ja. Und da die Fronten sind wirklich nicht bloß, die sind 10-mal lackiert, wie bei einer Küchenfront. Ja. Das heißt, auch wenn mal irgendwas, man haut mal drauf oder so, da platzt nichts ab, weil okay. Es ist wirklich 10-mal lackiert. Ja, dann hast du auf jeden Fall. Genau. Hält also, halt wirklich ewig. Ja, das kennen wir ja auch anders. Ne? Also ja. Da hast du schon. Ja. Also wirklich gutes Material. Genau. Und du hast ein Riesenbett. Ja. Also auch wenn du die Schränke jetzt hinten hättest, du hast einfach ein Riesenbett, was du ja auch wieder individuell gestalten kannst. Genau, richtig. Mit Hubbett, ohne Hubbett. Was findest du da? Oh, die Mavi-Becher. Mavi-Becher? Ja, natürlich. Auch da arbeiten wir mit Mavi zusammen. Das ist unser Partner in dem Bereich. Und genau, wir unterstützen uns da alle gegenseitig. Genau, das ist uns einmal ganz wichtig. Finden wir auch. Und was ja. Vor allem auch wichtig ist, ne, was wir jetzt von hinten ja gerade geschaut haben, unterm Bett haben wir ja nochmal Staufläche ohne Ende. Korrekt, genau. Das sollten wir uns vielleicht dann auch nochmal kurz anschauen, weil das ist nicht zu unterschätzen. Genau. Was du da alles reinbringst. Also jetzt müssen wir natürlich nochmal kurz auf die technischen Geschichten eingehen und natürlich nochmal auf diese Stauraumgeschichte, weil du hast ja auch mal größere Sachen, die irgendwo hin müssen und das schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Genau. Also wir haben hier wirklich im linken Seite eigentlich alles Stauraum, außer dann die Elektronik auf der linken Seite. Also irgendwo muss er hin. Genau, die ist da drin und verbaut, die komplette Elektronik. Jawohl. Genau, wir haben hier nun mal die Schauflerpumpe, genau, mit 7 Liter pro Minute, mit zusätzlich einer Außendusche. Ja, also genau, die was einmal immer im Preis mit den Begriffen natürlich ist. Und ja. Ja, was beim Van jetzt natürlich nicht unbedeutend, also beim Van macht Außendusche Sinn. Genau. Beim Wohnmobil kann man sich darüber streiten. Genau. Aber beim Van definitiv sinnvoll. Richtig. Gaskasten, nachdem wir kein Gas mehr haben. Genau. Also können wir hier schöne große Sachen rein verstecken. Und dann haben wir ja hier wirklich noch lauter, wir haben noch ein paar Schubläden. Also genau. Viele Schubläden. Sehr viele Schubläden, ja. Und auch wieder schön beleuchtet. Und immer wieder, in dem Fall jetzt hier die Echtholzakzente. Genau. Die ist einfach nur ein wenig aufwerten. Richtig, genau. Und hier kannst du halt dann deine großen, sperrigen Sachen reinmachen. Genau, richtig. Also du kriegst eigentlich alles rein, was du in jedem Van auch reinkriegst. Ja. Also problemlos. Also ich würde sagen, eigentlich rundum wirklich gelungen. Und jetzt kannst du hier immer noch bestimmen, gut, ich will jetzt da noch eine Schiene drin haben mit Zurösen. Ich genau. Will da was, der Geier was drin haben. Also du kannst dir das gar reinbauen lassen, wie es dir passt, um bei den Kleinigkeiten zu bleiben. Als Abschluss genau. Wieder Echtholz. Also finde ich aber gut, dass, ja. Dass ihr darauf achtet, dass das, genau. Das sind so die Feinheiten, die es am Ende ausmachen. Dass ja. Ihr hättet es auch einfach da irgendwas Schwarzes hinmachen können. Genau, richtig. Nein, aber passt nicht. Passt nicht. Genau. Und das sind so die Kleinigkeiten. Also finde ich wirklich gut, auch mit dem Bad. Also ist eine coole Sache. Ja. Finde ich wirklich gut. Und wir haben mal bloß 12 Wochen Lieferzeit. Das wäre dann meine nächste Frage gewesen. Genau. Ihr könnt schnell liefern. Genau. Egal bei welchem Auto. Wir kaufen nur am freien Markt, wir bestellen keine Fahrzeuge, sondern wir bedienen uns wirklich am offenen Markt. Was da ist. Genau, was da ist. Okay. Dadurch ist das Fahrzeug innerhalb von 5 Tagen bei uns und wird sofort produziert. Also das heißt, ihr habt wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Genau. Also wir reden ja hier von Lieferzeiten teilweise von
über einem Jahr. Ein Jahr, genau. Eineinhalb, manchmal mehr. Aber genau. Ihr habt also 12 Wochen, lass es 13, 14 Wochen sein. Ist so. Genau. Aber du hast ein fertiges, ausgebautes genau. Van. Genau. Wolltest du ein Wohnmobil? Van. Ja, Van. Van. Genau. Und ihr könnt losdrucken. Also was wollen wir eigentlich mehr? Richtig. Und vor allem, der Preis, auf den sollte man noch mal kurz eingehen, ist auch sehr attraktiv. Ja. Also das sollte man noch mal kurz erwähnen. Natürlich variiert es ein wenig, aber ihr seid ja genau. eigentlich ab 75.000 inklusive dem Fahrzeug seid ihr dabei, genau. fertig ausgebaut. Richtig. Individuell, so wie du es haben willst. Genau. Das ist der in der Vollausstattung. Das heißt, man braucht danach nichts mehr nachrüsten, Solar ist alles dabei, Lithium-Batterie, ja. immer in der Basisausstattung dabei. Genau, ihr seid immer autark. Genau. Also das ist schon echt cool. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Also dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass wir das mal gemeinsam anschauen dürfen. Dass danke du euch vielmals. Zeit genommen hast. Danke. Und wenn jemand Interesse hat am Van-Ausbau, dann Reisemobil Grässel. Unbedingt anrufen, vorbeikommen. Ihr Gerne. Habt ja noch andere Modelle. Genau. Aber das machen wir zum anderen Zeitpunkt. Wichtig ist jetzt mal der und das. Am nächsten machen wir dann beim anderen Mal. Genau. Dann danke. Und vielen Dank. Servus. Ciao. Servus. Ciao.